Moin, hier ist Miro von Onite. Heute geht es um den Oktober-Sale. Ich habe ein paar allgemeine Infos für euch, aber ich erkläre auch, wie ihr an diese Lampe hier besonders günstig drankommt. Dazu aber gleich mehr, erstmal zu den allgemeinen Infos. Der Sale startet am 28. Oktober um 20 Uhr und läuft dann bis zum 29., also bis zum Folgetag um Mitternacht. Und für Kunden ab Diamantstatus geht es schon am 25. Oktober um 10 Uhr los. Ab Silberstatus ist es dann der 26. Oktober, gleiche Uhrzeit. Und damit habt ihr die wichtigsten Daten zum Sale auch schon bekommen. Im Sale gibt es dann Rabatte zwischen 25% und 40% auf diese Modelle hier unter anderem. Ich habe hier nur eine kleine Auswahl und auf ein paar der Highlights gehe ich gleich auch nochmal ganz kurz ein. Und dann erkläre ich, wie ihr an dieses Lämpchen hier rankommt und warum die, obwohl sie so klein ist, trotzdem eine wirklich gute Lampe ist. Einmal ganz schnell, wir haben hier ein komplett neues Modell. Das ist die Archer, komplett neue Form auch für uns und die hat eine besonders interessante Lichtgestaltung mit einer großen Leuchtweite von über 500 Metern. Aber ich stelle die jetzt sofort wieder zurück ins Regal, denn schaut euch lieber das Video von Julius an, in dem er die Lampe nochmal komplett und wirklich im Detail und mit Praxisaufnahmen vorstellt. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß dabei, gleich natürlich, denn diese Lampe hat uns wirklich beide begeistert. Ebenfalls begeistert hat mich hier die Seeker 3 Pro in Mitternachtsblau mit dem Nightwolf-Ätzung, also ein Wolf, der den Mond anheult. Die Lampe hier ist wirklich außergewöhnlich schön, wie ich finde, und sie hat natürlich alle Funktionen, die die Seeker 3 Pro mitbringt. Also eine innovative Bedienung über das Drehrad hier, ein Abstandssensor, damit die Lampe euch nicht überhitzen kann und eine vierte LED für bis zu 4200 Lumen. Und wie das aussieht, das seht ihr ja hier schon. Also eine wirklich unglaublich helle Taschenlampe mit einer extrem weiten, großflächigen Ausleuchtung. Die stelle ich aber jetzt direkt wieder zurück, denn vielleicht spendieren wir der auch noch ein eigenes Video. Außerdem im Programm haben wir die Perun 2 hier in Lila, 2500 Lumen, eine tolle Stirnlampe und auch die M2R Pro gibt es übrigens in der Farbe. Die Warrior Mini 2 hier mit ihrer taktischen Bedienung über den Endkappenschalter und alltagstauglicher Bedienung über den Seitenschalter mit 1750 Lumen, genau, die gibt es in Weiß, aber auch in Orange und in Orange. Gibt es auch unser Drever, das erste Taschenmessermodell von uns in einer Neuauflage. Sehr alltagstaugliche Klinge aus N690 Stahl und wie ihr seht ein butterweicher Klingengang. Die kommt übrigens mit einer wunderschönen Münze, wie ich finde. Und in Weiß gibt es das Taschenmesser dann auch. Eine sehr schöne Münze haben wir auch bei dem Splint, ein neues Taschenmesser von uns. Und das hier ist die Edelvariante in Titan. Also die Griffschalen hier sind aus Titan und einer S35 VN Klinge. Also ein absoluter Hochleistungsstahl und die ganzen weiteren Funktionen, die wir hier integriert haben, die technischen Raffinessen, die sind auf jeden Fall auch eines wirklich schönen Premium-Messers würdig. Ihr habt gesehen, die Klingenform ist auch ein bisschen anders, aber dazu gibt es dann auch nochmal ein extra Video von Julius. Von mir kommt ein Video zu unserer Arbeitslampe, dem Swivel oder der Swivel. Und ein ganz kurzer Vorgeschmack, wie das in der Praxis aussieht, den habt ihr hier. Die Lampe hat aber auch einen Taschenlampenmodus, mit dem man auf jeden Fall den Weg nach Hause findet. Und die Taschenlampe ist hier vorne integriert. Interessant wird die Lampe auch durch den Standfuß, der neigbar ist, und die Magnete im Standfuß. Und dann gibt es sogar noch hier einen kleinen Karabiner. Ich gehe aber auf die Lampe noch ein bisschen genauer in einem eigenen Video ein und zeige euch, in was für Situationen sie unter Umständen sehr nützlich sein kann. Das war es jetzt zu den ganzen Modellen. Hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert, aber ich bin auch wirklich begeistert von unserem aktuellen Sale-Programm. Jetzt einmal zu dieser kleinen Lampe. Die i3e bekommt ihr nämlich für nur 1 Euro in der gesamten Sale-Zeit und wir haben für ausreichend Vorrat gesorgt, dass sie nicht so super schnell ausverkauft sein dürfte. Trotzdem gilt das Angebot natürlich nur, solange der Vorrat reicht.
Eine 3-fach-A-Batterie treibt diese Lampe an. Man kann sie auch ganz einfach wechseln, indem man den Lampenkopf abschraubt. Und über den Lampenkopf erfolgt auch die Bedienung. Und es gibt nur einen einzigen Modus mit 90 Lumen. Also sehr simpel zu bedienen, eine tolle Taschenlampe für Kinder, aber auch für jeden Schlüsselbund und natürlich dementsprechend auch ein gutes Geschenk. Versandkosten müsstet ihr bezahlen, aber ab 49 Euro entfallen die. Und bei dieser grandiosen Auswahl von neuen Modellen und limitierten Editionen sollte das doch eigentlich kein Problem sein, oder? So viel zu der kleinen i3e hier in Orange und zu einigen der Highlights hier aus meinem Regal. Ihr könnt euch ja einmal auf unserer Webseite umsehen, ob euch was gefällt. Link dazu ist natürlich in der Beschreibung. Und spätestens im Live-Video am Dienstag um 19 Uhr werde ich euch dann nochmal einiges etwas detaillierter vorstellen und natürlich auch mit Praxisaufnahmen. Bis dahin, allzeit gutes Licht!